Platz 1. Kommen wir von einer, die positiv überrascht hat, zu einer, die enttäuscht hat gestern. Das ist Sarah Takanashi. 56 Weltcupsiege. Die hechelt ihrer Form, ihrer früheren Form gewaltig hinterher. Auch wenn ihr hier jetzt mal wieder einer gelingt. Ist ja eine Stilistin. Absolut beeindruckende Flugphase der kleingewachsenen Japanerin, die so enorm sprungkräftig ist. 133,5 Meter. Da kann sie mal wieder lächeln. Nach nur einem Sieg in der vergangenen. Kramer, Lundby, wo kommt die? Wo sortiert die sich ein? Das ist die Frage. Sie als letzte Springerin natürlich als Gesamtweltcup-Führerin hier gleich unterwegs. Jacqueline Seifelsberg und danach noch eine Deutsche. Katharina Althaus dann. Gestern 6. Seifelsberger, ihr 7. Platz. Das Endergebnis eines sehr guten Tages hat sich von Sprung zu Sprung gesteigert. Vom Probedurchgang über den ersten bis hin zum zweiten Durchgang. War da sehr zufrieden mit. Ähnlich gut gesprungen wie hier. Nur in Tschaikowski beim Saisonfinale vergangenen Winter. Da war sie 2x Vierter. Ansonsten hat das überhaupt nicht hingehauen. Sie hatte das Gefühl verloren für Anfahrt, für Absprung, für Flughaltung. Und hat es gesucht und nicht gefunden im letzten Winter hier. Zumindest gestern ist sie gut reingekommen. Rang 11, steigerbar für sie. Diese 119 Meter in diesem ersten Durchgang. Christian Bruder hat den Arm gehoben, der deutsche Co-Trainer. Für sie, für Katharina Althaus. Die Team- und Mixed-Weltmeisterin, die Olympia-Zweite, die WM-Zweite. Die Gesamtweltcup-Zweite der vergangenen und vorvergangenen Saison. Die zuletzt Probleme mit ihrer Anfahrtsposition hatte, nicht kompakt genug. Das macht sie hier wesentlich besser, ähnlich wie im zweiten Durchgang gestern. Wackelte ein bisschen bei der Landung. Das mag daran liegen, dass es geschneit hat und immer noch leicht schneit. Kann ein bisschen stumpf sein. Solche Wackler sind natürlich auch stilistisch nicht einwandfrei. 123,5 Meter für Katharina Althaus. Es gibt ein paar Abzüge wegen der Landung. Da kriegt sie den Schwerpunkt leicht nach vorne. Es ist der 2. Platz hinter Takanashi. Katharina Althaus hatte vor allen Dingen, das muss man dazu sagen, wesentlich schlechteren Wind, während Takanashi leichten Rückenwind hatte Althaus leichten Rückenwind. So rum ist es. Ema Klinec. Junge Slowenin. Zwei Kreuzbandrisse schon in ihrer Sportlerlaufbahn, die erst 2013 im Weltcup stattfindet, gehabt. Gebeutelt worden, 21 Jahre erst jung. 124,5 Meter, die hat so viel Potenzial. Es ist ihr zu wünschen, dass sie endlich mal über längere Zeit verletzungsfrei bleibt. Soran Subandic, der slowenische Trainer, verdrängt Katharina Althaus vom 2. Rang. Takanashi, Klinec, Althaus, das die besten 3. 4 sind noch oben, die besten 4 von gestern. Name Sarah Takanashi. Kurz gesehen. Das ist ihre Teamkameradin. Das ist Yuki Ito. Gestern 4. Schöne Flughaltung, aber reicht nicht, um in die Nähe dieser grünen Linie zu kommen. Yuki Ito. 118 Meter, wartet mittlerweile auch die komplette letzte Saison schon auf den Podestplatz. Insgesamt hat sie 20 schon erreicht in ihrer Karriere, aber auch sie scheint, bei ihr scheint der Wurm drin zu sein, ähnlich wie bei Sarah Takanashi. Sie kann nicht mehr ganz, ganz vorne mitmischen und versucht das natürlich wieder irgendwie hinzukriegen. Rang 5 für sie. Bedeutet Althaus nach wie vor auf 3 in diesem ersten Durchgang. Jetzt die Top 3 von gestern. Angefangen mit der 3. mit Chiara Hölzel. Die Teil war dieses grandiosen Ergebnisses der Österreicherinnen. 4 Springerinnen in den Top 10, das gab es noch nie. Sie scheint ihre Lockerheit wiedergefunden zu haben, die sie so sehr braucht, um weit zu springen. Da hat sie gehadert mit zuletzt. Immer wieder.
gesagt, ich muss das doch mal wieder hinkriegen. Ja, sie hat es hingekriegt, 131 Meter. Takanashi hat 133,5 vorgelegt. Jetzt wird der Wind mit einbezogen, jetzt wird die Haltung mit einbezogen. Die Haltung ist gut bei Chiara Hölzel. Schöner Sprung von ihr, von der 22-Jährigen. Und es reicht, um Sarah Takanashi von Rang 1 zu verdrängen. Und zwar deutlich. 5,6 Meter umgerechnet hat Hölzel Vorsprung vor der Japanerin. Jetzt die zweite von gestern, die sich so riesig gefreut hat über ihr Karriere-Top-Resultat, diesen zweiten Platz gestern. Eva Pinkelnick. Ah, nicht ganz so gut wie ihre Teamkameradin. Weiß sie auch, lächelt trotzdem. Ist ja so eine Frohnatur. Ihr Motto, weit springen und Spaß daran haben. Für wie viel Spaß sorgen 125 Meter? Könnte man sie jetzt fragen. Gucken wir, ob wir es an ihrer Mimik ablesen können. Rang 4. Ja, verhaltene Freude bei Eva Pinkelnick. Und jetzt kommt Maren Lündby. Katharina Althaus, das zur Vollständigkeit, direkt hinter Eva Pinkelnick auf Rang 5. Maren Lündby kriegt ein bisschen weniger Anlauf als die Konkurrenz. Bisher war es Startgate 17, diese Luke, auf die der Balken gesetzt wird. Und Christian Meyer, der norwegische Trainer, der weiß natürlich, dass seine Topspringerin hier in Gelb links zu sehen in der Lage ist, sehr, sehr weit zu springen. Und um sie davor zu schützen, zu weit in den flachen Teil des Hanges zu springen und dort sich einem Verletzungsrisiko auszusetzen. Deswegen korrigiert er den Anlauf. 80 Zentimeter weniger hat Maren Lundby nun etwa zur Verfügung. Das heißt, sie wird ein bisschen langsamer sein. Bin gespannt, wie weit sie trotzdem springt. Sie, die sich ja nochmal so verbessert hat, die vor allen Dingen die Anfangsphase ihres Fluges nun stabiler zeigt. Da hat sie zuletzt immer ein bisschen gebraucht, um reinzukommen in die stabile Flughaltung. Das scheint sie hinter sich gelassen zu haben. Und sie hat ja ein großes Ziel. Sie will zum dritten Mal nacheinander den Gesamtweltcup gewinnen. Das hat noch keiner geschafft bei den Frauen. Außer Adam Malisch, der bei den Männern der Einzige, der es 2001 bis 2003 hingekriegt hat. Auch Sarah Takanashi ist das nicht gelungen. Maren Lündby schickt sich an, das zu tun. Und sie springt trotz des kürzeren Anlaufes wieder allen davon. Topform erneut demonstriert von der 25-jährigen Norwegerin. 138,5 Meter für Maren Lündby, die hier nebenbei erwähnt den Schanzenrekord mit 141,5 hält. Man weiß ja nicht, was im zweiten Durchgang so passiert. Hat auch tolle Haltungsnoten. Applaus vom Trainer. Zu Recht ein Spitzenversuch von der Norwegerin. Rang 1 für sie. Top-Ergebnis von Mika Krisan, dritter Platz bisher. Und Vicky Ito hat sich da direkt vor Agnes Reisch einsortiert, hat die Deutsche auf Platz 7 damit verdrängt. Begeisterung beim norwegischen Stadionsprecher, weil eine Norwegerin unterwegs ist, Silje Opseth. Die allerdings nicht von dieser Begeisterung getragen wird. Fans hat sie trotzdem. Allesamt, die hier um den Sieg springen, und das macht auch sie, zeigen hier tolle Leistungen. Ja, aber es gibt eben diese Unterschiede, die in diesem Fall zu ihren Ungunsten ausfallen. Achter Platz bei weiter zunehmendem Rückenwind. Da jetzt Katharina Althaus da oben sitzt, ist das jetzt nicht so die ideale Situation. Andreas Bauer sieht da genau auf dem Monitor vor ihm oder unter ihm diese Windsituation. Und oben links sehen Sie es eingeblendet. Rot, von hinten weht es. Das ist zu stark. Das ist außerhalb dieses vorher festgelegten Windkorridores, in denen sich die Windgeschwindigkeit bewegen muss. Katharina Althaus nimmt genau den Blickkontakt auf. Jetzt ist es im grünen Bereich der Wind. Jetzt muss sie los, trotz Rückenwind.
Zu spät war sie im ersten Durchgang. Der ist besser. Der zweite von Katharina Althaus. Ja, der passt. Schnell in die Flughaltung. Gut gestreckt, gut über den Ski gedreht. Versucht so lange wie möglich im Telemark zu bleiben. 114,5 Meter. Was ist dieser Sprung wert? Ist er Platz 1 wert? Kann sie ihre Platzierung verteidigen? Ja, kann sie. Führung für Katharina Althaus. Das heißt, sie ist mindestens Sechste. Da nur noch 5 oben sind. Vielleicht wird es ja eine bessere Platzierung als gestern. Faire Glückwünsche von Nika Krisner, die Platz machen muss. Für die Olympia-Zweite. Die jetzt zuschauen muss, was die anderen da zustande bringen, die auch mit Rückenwindverhältnissen zu kämpfen haben. Eva Pinkelnick war Fünfte im ersten Durchgang. Die Zweite von gestern. Kommt flach weg für meine Begriffe vom Schanzentisch. Auf liegt weit! Ein bisschen spät. Aber ist schnell im Flugsystem. 119,5 Meter, das ist 5 Meter weiter als Althaus. Mit neuer Ausrüstung hier unterwegs, hat die Ski gewechselt, hat jetzt einen österreichischen Hersteller. Und der scheint zu funktionieren, dieser Wechsel. Erster Platz, Althaus zweite. Deutlich, 6,6 Meter ihr Rückstand auf die Österreicherin, die sehr gut in die Saison gestartet ist. Ema Klinetz. Ihre Mannschaftskameradin Nika Krisner ist Dritte momentan. Olga Bogataj Vierte. Das heißt, die Slowenin jetzt schon mit einem äußerst kompakt guten Mannschaftsergebnis. Kann Ema Klinetz noch einen draufsetzen? 2 Kreuzbandrisse hat sie schon hinter sich. Mit erst 21 Jahren. Zurückgekommen in diesem Sommer. Direkt mal slowenische Meisterin geworden. Klar, dass da Hoffnungen aufkeimen. Nicht nur bei Zoran Zupančič, sondern bei allen Skisprungfans in Slowenien. Jetzt holt er sie wieder runter. Der Wind zu stark. Momentan von hinten. Da wird Pause gemacht, da wird abgewartet. Müssen auch die Trainer abwarten, bis der Wind zurückgekehrt ist in den Korridor. Abgeflaut ist, heißt das in diesem Fall. Und diese Momente sind gar nicht leicht für Skispringerinnen. Kaum zu erkennen hier an der Windfahne. Das sind Mitgeschwindigkeiten, über die wir reden, hier von 1,5 bis 2 Meter pro Sekunde. Das ist ja ein schwacher Wind. Aber eben effektiv genug, um die Flugeigenschaften der Skispringerinnen zu beeinträchtigen. Und deswegen auch aus Sicherheitsgründen sagt man, nein, das machen wir nicht. Wir warten lieber ab, wie sich der Wind verhält. Und reagieren, indem, wenn ich das richtig gesehen habe, ja, der Anlauf wieder ein wenig verlängert worden ist. Klar, der Rückenwind drückt von hinten. Drückt die Springerinnen eher auf den Hang. Und gegenüber denjenigen, die früher gesprungen sind, die vielleicht leichte Aufwindverhältnisse sogar hatten, wäre das natürlich auch ein Fairness-Nachteil. Und um den auszugleichen, ist der Anlauf jetzt ein wenig verlängert worden seitens der Jury. Jetzt der Wind im festgelegten Bereich. Von hinten, Ema Klinetz, los geht's. Leichte Wackler. Aber sauberer Telemark, ziemlich weit unten im Hang. Ja, zeigt ihr Potenzial, Nika Krisner. Schöner Absprung, 123 Meter. Der weiteste, den wir bisher gesehen haben und das trotz Rückenwind. Klar, mit ein bisschen mehr Anlauf. Das wird jetzt mit einberechnet. Da gibt es eine Kompensation. Windgate, Wind- und Startluke. Da sehen Sie es. Aber die Leistung so gut, dass sie die Führung übernimmt von Eva Pinkelnick. Katharina Althaus noch auf dem Podest. Ist Dritte. Jetzt die Frage. Kann Sarah Takanashi, die Japanerin, die jetzt oben ist, ihren guten Eindruck aus dem ersten Durchgang bestätigen. Seit langem mal wieder so ein guter Eindruck von ihr bei einem Sprung. Einer, der ihr gelungen ist. Gelingt ihr auch der zweite
der 56-fachen Weltcup-Siegerin. Sie springt weit. Das sollte zur Führung reichen für Sara Takanashi. 126,5 Meter, längst nicht diese 133,5 aus dem ersten Durchgang. Aber da hatte sie auch leichten Aufwind. Springt ziemlich genau auf die grüne Linie. Jetzt bin ich gespannt, wie knapp das da vorne wird. Zwischen Klinitz, Pinkelnick und Takanashi. Und es reicht zur Führung für die Japanerin, die trotz dieser Menge an Erfolgen auch erst 23 Jahre jung ist. Zwei noch. Katharina Althaus dadurch jetzt vom Podest runtergerutscht, ist Vierte. Zwei noch, die ein Wörtchen mitsprechen können, wenn der Tagessieg hier vergeben wird. Chiara Hölzsch wackelt da oben, aber kriegt das in den Griff. Nicht ganz so locker, so leicht wie im ersten Durchgang. Das war auch ein Topsprung mit Topnoten. Der ist nicht ganz so gut. 119 Meter, deutlich kürzer. Da sehen Sie, wie sie sich da verdrehen muss, um zu korrigieren, um das Flugsystem stabil zu halten. Da kommen die Arme auch ins Spiel. Das gibt ein paar Abzüge. Aber sie hatte Vorsprung vor Sara Takanashi, deutlich. Und den bringt sie nach Hause, wie man so schön sagt. 20 Zentimeter von diesem doch deutlichen Vorsprung rettet sie Maren Lümpi. Jetzt die große Frage. Tja, gewinnt sie? Oder lautet die Frage, wie weit springt sie? Mit welchem Abstand gewinnt sie? Wenn man ihre Leistungen zugrunde liegt bisher, dann steht ihrem Sieg eigentlich nichts mehr im Wege. So stabil, wie sie unterwegs ist, und so stabil, wie sie auch jetzt wieder unterwegs ist. Das ist eine andere Ebene, ein anderes Niveau momentan als alle anderen. Topweite war 126,5 Meter in diesem zweiten Durchgang, 121 gelingen Lündby, aber nach ihren 138,5 im ersten Durchgang sollte das keine Frage sein. Das sollte Weltcupsieg Nummer 27 sein für die Norwegerin hier aus Lillehammer. Und es ist nur eine Formsache und deswegen kommt das Ergebnis auch schnell. 8,5 Meter wieder der Konkurrenz abgenommen. Lundby gewinnt schon wieder. Und sie hat ja gesagt bei uns im Interview,